Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um die Brand News Box. Auf diese Box bin ich aufmerksam geworden durch die liebe Cindy, weil sie mir das vorgeschlagen hat, ob ich die nicht mal testen möchte. Und die erste Box habe ich für 5 € bekommen, also 4,99 €. Falls ihr da Interesse habt, schaut doch einfach mal auf der Brand News Box Seite vorbei. Dann könnt ihr da auf jeden Fall mal schauen. Der Link zu der Box ist auf jeden Fall auch unten in der Infobox verlinkt. Das ist jetzt die Classic-Box und wie gesagt, ich kann die jetzt quasi für 5 € testen. Im Originalen kostet die, glaube ich, 13,99 € im Monat. Ich werde die jetzt mal testen und dann mir überlegen, ob ich die vielleicht ab und an mal wieder bestelle. Und ich möchte die euch heute zeigen. Und ja, ist halt einfach so ein grüner Karton mit verschiedenen Sachen drauf. Und den öffne ich jetzt einfach mal. So sieht das Ganze dann jetzt aus, wenn man es geöffnet hat. Und hier ist dann zu einem einmal eine Karte drin. Und auf dieser Karte steht, hoppla, hier kommt der Herbst, probier was Neues. Werde ich auf jeden Fall jetzt mal öffnen, diese Box. So, ich habe die jetzt gerade einmal umgedreht, damit der Bildschirm nicht voll mit Karton ist. Und ich würde einfach sagen, ich greife rein und zeige euch, was hier drin ist. Und nehme hier gerade einmal das größte Produkt raus. Und das ist von Müllers Mühle. Bulgur Mittel. Ideal als Beilage oder für Salate, Bratlinge, Dessert und orientalische Spezialitäten. Schnelle Zubereitung in circa 7 Minuten, 500 Gramm. Bulgur habe ich tatsächlich noch gar nicht probiert. 500 Gramm. Ich schaue gerade mal, wie man das macht, also wie man dieses hier zubereitet. Ich denke einfach, das ist sowas wie Reis ähnlich. Nur halt, dass man es halt auch sehr, sehr würzig machen kann. Kann man natürlich bei Reis auch. Ich werde das auf jeden Fall mal mich informieren, wie man das machen kann. Und vielleicht mache ich das dann mal. Dann habe ich hier was Kleines von Cautina Creme Schokolade. Aus der Schweiz. Das ist dann quasi sowas wie Nutella, oder? Brotaufstrich mit Schweizer Schokolade. Geil. Ja, ist natürlich sehr, sehr viel Zucker drin, ne? Wie immer, aber ja, man lebt nur einmal. Werde ich auf jeden Fall austesten hier, diese Schokocreme. Sieht auch sehr, sehr lecker aus. Es ist sehr, sehr schön dunkel und alles. Sehr cool. Sind 300 Gramm. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Wird wahrscheinlich aber, denke ich, relativ teuer sein im Kauf. Dann weiß ich jetzt nicht, ob hier noch was ist. Ja. Und zwar von Tartex Pesto Tomate Walnuss. Ja, ist jetzt nicht so meins. Werde ich mal schauen, ob ich das weitergebe oder ob ich es vielleicht doch mal probiere, weil Walnuss ist nicht so meins. Aber sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und hier sind enthalten 125 Gramm. Ja, das hier einmal. Dann ist hier noch was Schwereres drin. Das muss ich jetzt gerade mal hier befreien. Und zwar von Gefro Omega-3 Steinpilzöl. Sagt mir jetzt auch, also die Marke sagt mir was, aber Steinpilzöl habe ich noch nie gehört. 100 Milliliter. Für was verwendet man das denn? Ist halt wie Rapsöl. Aber halt mit Pilzgeschmack. Das wird dann wahrscheinlich auch nichts für mich sein. Aber meine Schwester mag ganz gern Pilze. Vielleicht frage ich sie mal, ob sie das haben möchte. Ja, Gefro. Also kenne ich nur so Suppen und sowas. Da habe ich mal dieses Gratis-Teil mir zuschicken lassen. Aber so kenne ich das tatsächlich nicht. Also dieses Steinpilzöl. Hier ist dann auch nochmal was drunter. Und zwar von Vio. Bio-Limo leicht mit Kräutern. Apfel, Zitrone, Kräuter- und Ingwer-Geschmack. Das ist interessant. Das werde ich mal testen. Ich hatte noch nie irgendwie ein Getränk mit Kräutergeschmack. Natürlich Tee, aber jetzt so was Kaltes nicht. Und Apfel, Zitrone. Bin ich gespannt drauf. Ich mag Vio von der Firma her ganz gerne. Genau, das war dann jetzt einmal das oben drauf. Dann nehme ich das gerade einmal runter. Wow, und hier sieht man schon ein bisschen was. Das ist ja mal genial. Vor allem das hier. Oreo Joy Filz. Crispy and Creamy steht hier noch drauf. Nussiges Gepäck mit Kakao und einer cremigen Füllung. Mit Vanillegeschmack. Sehr cool. 90 Gramm. Und hier ist sogar so ein wiederverschließbarer Sticker mit bei. Das ist cool. Das werde ich auf jeden Fall testen. Ich liebe Oreo. Und das passt eigentlich ganz gut, weil ich momentan auch nicht mehr so viel Süßes hier habe tatsächlich. Und dann sehe ich hier noch von Werther's Original Popcorn und zwar Karamellpopcorn Klassik. Sehr cool. Ich liebe Karamell. Das ist hier fertig drin. Das ist sehr cool. 140 Gramm werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich bin nicht so der größte Popcorn-Fan. Esse ich eigentlich wirklich nur im Kino.
Aber werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Gerade so, wenn ich Serien schaue oder so. Dann ist hier was für meinen Vater dabei. Ist alles voll mit diesem Streu. Und zwar von Halls? Hells? Zuckerfrei, extra strong, das frische Bonbon. Sowas ist gar nicht meins. Das ist solche frischen Bonbons oder so. Mag ich halt gar nicht. Also sowas Scharfes ist gar nicht meins. Aber mein Vater mag das ganz gerne für zwischendurch. Deswegen werde ich das dann für ihn auf die Seite packen. Dann ist hier noch was Kleines. Von Tic Tac Gum mit Wassermelone. So sieht das aus. Sind 36 Stück. 17,5 Gramm. Kaugummi. Kenne ich gar nicht. Habe ich in der Werbung gesehen, aber so jetzt probiert noch nicht. Und dann ist hier noch eine Tüte drin. Und zwar von Chiquita. Das sind ja diese Bananen. Das ist auch cool. So zum Einkaufen, wenn man was Schwereres hat. Die ist nämlich sehr fest. Das ist halt so eine Tasche. Und die hat hier auch so. So aufmachen. Und dann sind hier auch zwei Henkel dran. Und ich glaube sogar. Ich schau gerade mal. Ja, was ich auch ganz cool finde, da ist dann so ein Boden in der Tasche, dass die wirklich auch sehr stabil ist. Finde ich ganz cool auf jeden Fall. Die ist auch schön. Also ich werde die auf jeden Fall mal benutzen. Gerade vielleicht so für Obst und so ist das nicht schlecht, weil die halt dann auch so beschichtet ist, falls dann nochmal was matschig ist oder so. Also alles in einem ganz cool. So, hier seht ihr jetzt nochmal die ganzen Produkte. Und alles in einem bin ich wirklich zufrieden. Also für 5 Euro, wo ich jetzt das erste Mal bezahlt habe, kann man echt nichts sagen. Und ich kann mit allem was anfangen, bis auf drei Produkte. Also einmal diese Halsbonbons hier, dann das Steinpilzöl und diese Pesto. Sonst kann ich wirklich mit allem was anfangen. Hier dieses Bulgur werde ich mal testen. Da könnt ihr mir vielleicht mal, wenn ihr da Rezepte habt, was in die Kommentare schreiben. Und ich schaue jetzt mal hier in diese Karte rein. Und hier stehen tatsächlich die Preise. Das ist nicht schlecht, die blende ich euch dann auf jeden Fall ein. Tatsächlich wäre hier sogar ein Produkt drin gewesen mit Alkohol. Da bin ich ganz froh, denn ich habe extra angegeben, dass ich bitte ohne Alkohol möchte. Da hätte nämlich drin sein können, glaube ich, dass das ein, ich weiß nicht, ein Wein ist. Ich kann es nicht so richtig erkennen. Ich kenne mich da auch nicht aus. Und eben diese, ja, Chiquita-Tasche ist gratis. Die ist so mit dabei. Und Ganz das cool. hat auch noch so eine Pink Ribbon oder Ribbon-Schleife dran. Und das soll halt die Frauen daran erinnern, dass sie regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen beim Frauenarzt. Und genau, sehr, sehr cool. Also auf jeden Fall sehr schön. Wie gesagt, ich blende euch die Preise ein. So, ich habe jetzt gerade mal ungefähr nachgerechnet. Ich bin jetzt so bei 16 Euro. Leider steht hier aber für diese Vio-Limo kein Preis drin. Deswegen kann ich das jetzt nicht genau sagen. Ich schreibe euch aber den genauen Preis nochmal ins Bild. Und auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es ist, glaube ich, nichts drin, wo jetzt im September rauskam, aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Und ja, sehr, sehr toll. Also ich bin sehr zufrieden mit der Box. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eher, dass hier weniger Sachen für mich drin sind. Aber wie gesagt, bis auf drei Produkte kann ich alles gebrauchen. Und ich freue mich da auf jeden Fall sehr darauf, die Produkte testen zu können. Und wenn ihr da ein bisschen was drüber erfahren wollt, dann folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Kann ich euch mal unten verlinken. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Und wie gesagt. Die Halsbonbons will ich meinem Vater geben, die Pesto vielleicht meiner Mutter oder meiner Schwester und dieses Steinpilzöl auf jeden Fall meiner Schwester. Und den Rest werde ich testen und euch berichten. Ich bin sehr gespannt. Und ja, das war's auch schon. Wenn ihr öfters mal solche Videos sehen wollt, also so mehr wo in eine andere Richtung gehen, weil normal ist ja so Essen und so zeige ich ja eher nicht. Aber das fand ich ganz interessant und ich glaube tatsächlich, dass ich mir die Box für nächsten Monat auch bestellen werde, weil ich wirklich sehr, sehr zufrieden war. Auf jeden Fall auch ein tolles Konzept, einfach neue Produkte in eine Box zu packen zum Testen. Wie gesagt, der Link zu der Brand News Online-Seite ist unten in der Infobox, dann könnt ihr da mal reinschauen. Und jetzt würde ich aber einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao!